machen wir die Nummer auf. Und jetzt gib mir zwei. Oh. Yes. Das ist ganz schön hässlich, Alter. Wo ist meine Hand? Ja, die zählen. Komfortzone. Raus und hopp. Letzte Wiederholung. Knall sie weg. Die gehört dir. Ja! Oh. Hopp! And the last one. The last one. I promise. The last one. Oh, yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, last one. Last one, last one, last one. Everything you got, baby. Fuck. Oh. Neun! Oh nein, neun. Letzter Scheißsatz, letzter Scheißsatz. Jawohl. Willkommen zurück. Heute das zweite Training. Ja? Muskelkater? Ja, Muskelkater ist da. Alles im Lot. Wie Sau. Also, wer das erste Video nicht gesehen hat, Brusttraining, Episode Nummer 1 mit dem Ben. Zwei Paar Kurzhanteln, eine Bank, volles Workout, hat geknallt ohne Ende. Erstmal danke dafür. Sehr gerne. Und heute stehen Beine auf dem Plan. Jawohl, à la Ben Wellen. Haha. Fang jetzt an, weniger rumgelabert, los geht's. Und nicht vergessen, Kommentarbox gehört euch. Und einmal ein Like da lassen für den Algorithmus, dann wisst ihr Bescheid, wir legen los. Und noch eine Sache, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich bin 29 mal und es ist eigentlich 33, weil der Ben ist doch ganz alter Sack. Der ist 62. Okay. Ja, genau. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Und es endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken, dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Der läuft richtig knieschonend hier. Ja, Leute, ich hab's euch gesagt. Schwere Gewichte kosten, haben einen Preis, ne? Jetzt bin ich fast 30, dann fangen die Problemchen an. Ich habe vor 4 Monaten hat's angefangen, so ein bisschen zu ziehen. Und dann kennt ihr ja die dummen Bodybuilder, die sagen, ach ja, nach der Vorbereitung, und dann ballerst du hart in der Prep und dann kannst du keine Pause machen und dich nicht erholen und willst nicht zum Arzt gehen und es checken lassen. Jetzt habe ich seit 4 Monaten bestimmt hier so ein kleines Zwicken an der Patella. Ich weiß noch nicht ganz, ob es Bänder sind, ob es die Kniescheibe an sich ist, ob... Auf jeden Fall, irgendwas stimmt da nicht. Deswegen so ein bisschen Wärmesalbe drauf. Dann bleibt es alles schön geschmeidig, wa? Ich bin warm. Mach du dich warm, dann machen wir 5 Sätze. Strecker. Hier 5 Sätze. Wir nehmen den berühmten Dropstick, ganz wichtig. Geilste Erfindung ever. Damit machen wir uns warm? Nein. Nein. Damit machen wir uns fertig. Genau. Ganz kurz vorweg, wir hatten gestern so drüber gesprochen, dass wir die Beine trainieren und er sagte, ach ja, Mike, du weißt mit den Knien und so, mein Warm-up ist immer sehr, sehr lange. Und ich dachte mir so, ah ja, okay, dann machen wir so ein bisschen Hüfte öffnen, bisschen Knie warm machen, bisschen beugen, dann ne, so eine halbe Stunde. Ich habe jetzt original meinen ersten Satz gemacht, der sagt, fangen wir an, nicht so, mit was, mit Warm-up? Sagt, nee, das war's Warm-up. Ich war jetzt original 45 Sekunden Warm-up. So, für mich, Oldschool, ich gehe nicht ganz runter beim Beinstrecker, weil die wichtigste Bewegung ist von hier und ganz hoch. Was ich festgestellt habe, wenn man ganz, ganz hoch geht, dann kriegt man die Querstreifen hier, aus meiner Erfahrung. Oh, bei dem Geräusch kriege ich immer Gänsehaut. Machst du auch mal heute, geh nicht ganz runter? Nein, nein, ich mache heute genau das, was der Papa Ben sagt. Ja. Ah, ey. Und hoch. Und wenn du mich jetzt fragst, wie viele Wiederholungen, ich habe 0 Ahnung. Immer bei Gefühl. Jedes Mal ist anders. Mal bist du stärker, mal bist du schwächer. Ich habe auf jeden Fall wieder schon was gelernt. Ich sollte keine doppelte Portion Kaffee trinken und dann noch einen Booster reinschruppen. Boah. Boah. Yeah. Genau, Mike. Ab.
Let it burn, baby. Let it burn. Yes. Arsch. Das ist ganz schön hässlich, Alter. Okay, so. Meine Eier bin ich schon platt in den Kniebeugen anfangen, 100%. Zieh durch. Und jetzt kommst du weg. Letzte und hopp. Ganz bis zu meiner Hand. Let's go. Ja! Oh. Oh, yeah, 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 yeah. Ich bin hier übrigens so ein Geizhals für die Drop 16 nie im Angebot, aber es ist Weihnachten, Leute. Drop 16 gerade im Angebot, gibt 15% auf meinen Nacken mit dem Code Weihnachten. Könnt ihr eurem Gym-Buddy, eurem Trainingspartner mal so einen Stick besorgen oder könnt euch selber beschenken. Könnt ihr euch selber ein bisschen abranzen im Training. Auf jeden Fall unten in der Box findet ihr den Dropstick-Link. Draufklicken, dropsticks.de, Code Weihnachten eingeben. Gibt dazu auch noch ein Dropsticks-Trainingsprotokoll für einen Fünfer. Könnt ihr euch direkt mit dazu bestellen. Habt ihr alles durch die komplette Trainingsplan, die Dropsticks. Und dann klappt es auch mit den dicken Muskeln. Absolut geil. Komplett anderes Training. Ich schwör's. Ich habe nicht darauf bezahlt, dass er das sagt. Das macht ja, klar, der hat mich bezahlt, aber... 10, 16, 17, 18. Wo ist meine Hand? And let's go. 2, 3. Good. Fuck. 2 more. 10. 12. 13. 14. 15. Und 16. Und let's go. Come on. 1. 2. 3. 7. 8. Komm, 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 bleib sitzen, bleib sitzen, bleib sitzen, bleib sitzen, bleib sitzen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Now. Nur noch ganz oben, nur noch ganz oben, nur noch bis hier und ab. Genau. Komm, 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 komm. Let's go, let's go. And now, 8 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Yes. Alrighty. Ah, shit. So, wer ist hier der Opa? Wer? Wo ist der Opa? Keine Ahnung. Der ist hier. Boden. Ich muss den Scheiß häufiger in meinem Training machen. Der Unterschied ist folgender. Ich fokussiere mich immer so auf Gewicht, volle Range of Motion und so. Viel Stretch und so ein Scheiß. Wir fokussieren uns hier aber auf so kurze Bewegungen, die brennen, weil du von Anfang bis Ende durchgehend Spannung hast. Du hast nicht dieses, dass du unten in einer gestretchten Position bist, sondern Spannung, 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 Drop, Spannung, 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 Spannung. Es brennt, Leute. Leckt mich am Arsch. Das wird eine richtige Klatsche morgen. Ich werde morgen 100% im Rollstuhl sitzen. Alright, Hex Squad, here we come. Hey, Hex Squad. Hey. Wir machen jetzt Hex Squat, die guten alten Hex Squat hier für die Außenseite. Genau, da ich ja keine Kniebeugen mehr mache, die letzten 2 Jahre, mach die Fußstellung noch mal ein bisschen mehr zusammen, bitte. Komm mal hier, komm noch ein bisschen, gut. Das ist meine neue Lieblings-Hex Squat, kein Scheiß. Echt? Die ist mies geil. Range of Motion, brutal, ja, die läuft brutal. Gut. Das tut nicht im Knie weh, also noch nicht. Ja. Das wird richtig dirty gleich. Genau, 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 genau. Yeah. Come on. Yeah, that's the flow, that's the flow. Yes. Deine Frau hat gekocht, verdient ihr das Essen, mein Freund. Und hopp. Push. Jawohl, ah. Wiederholung. Hause weg. Wir haben nur 3 Sätze. Die müssen knallen. Und ab. Push, 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 push. Yes! Jetzt verrate ich euch mal ein Geheimnis. Und keiner von euch will das hören. Um optimal Beine zu trainieren, niemals hinsetzen,
während des Beintrainings, immer rumlaufen. Dann erholen sich die Beine viel schneller, weil das Blut besser zirkulieren kann und mehr Sauerstoff reinkommt. Und dadurch seid ihr wieder stärker und schneller erholt. Sitzen in den Pausen tödlich. Absolut. Tödlich. Absolut. So, und außerdem hier, wenn ihr euch wundert, was ist in Bens Zaubertrank? Es ist EAS und Kreatin, welche ich schluckweise beim Training trinke und rausgefunden habe, dass das das Beste ist. Wie viel Kreatin hast du drin? 8 Gramm. Ich auch? Ja. Aber ich, also jetzt gerade nicht, weil ich habe keine leider dabei, aber sonst trinke ich die Form und im Training. 8 Gramm und ganz viele EAS. Keine Ahnung, Bunch, 3 Scoops. Ich habe 40 Gramm EAS drin. Aber ich liebe den Scheiß. Wer von euch trinkt denn Kreatin vorm Training, nach dem Training oder ganz weg vom Training? Gibt ja 1000 verschiedene Möglichkeiten. Ich bin auch Team Kreatin im Training. Genau. 6. Oh shit. Nice. 7. Oh shit. 9. 3 mehr, 3 mehr. 3. 2 mehr. Komm mal, runter, 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 runter. Yeah. Yeah, yeah. Up. One more, one more, one more. Yes, yes, yes. I'm here, I'm here. Come on, baby. Up. Yeah, all you. Fuck. I'm gonna use the tens, I guess. Ich glaube, dann habe ich ja meine Tacos verdient, Alter. Aber talking about shit, wie ich in deinem Alter war, immer vor dem Beintraining, habe ich so eine Angst gehabt vor mir selber. Musst du? War ich so nervös, da musste ich erst immer einen Riesenhauf machen. Intime Gespräche der Bodybuilder. Jo. Reiß dich zusammen. Ah! Komm ab. Pimmel auf den Tisch und knall sie weg. Yeah. Jawohl. Und sauber, 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 sauber. Yeah. Yes. Komm ab. Letzte, die gehört dir. Push, 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 push. Yeah. Yes. Oh. Safe schmeißen die uns raus. Sobald der Ben weg ist, verliere ich hier meinen Studioplatz. Ist so geil. So schön, mal wieder einen richtig geilen Trainingspartner zu haben. Das erinnert mich so an früher. Richtig Gas geben. Hammer. Das ist ein Riesenkompliment übrigens, Leute. Ben hat mir nämlich erzählt, dass er ungefähr seit 20 Jahren alleine trainiert, oder? Ja. Das ehrt mich, ehrlich. Und ich hatte, kennst du Eduardo Kavak? Wie? Eduardo Kavak. Nein. 6-Time Mr. Universum. Er war auch bei Mr. Olympia 7. oder 8. Er war mit Trainingspartner. No. 20er drauf? Ja, come on. Richtig. Sonst werden die Beinchen nicht dick, wa? Genau. Problem ist, in meinem Alter werden die eh nicht mehr dick. Werden die nur kleiner. Das Gute ist, wenn die Beine dünner werden, sieht der Pimmel größer aus. Ah, oh, das stimmt. Hat mir mein Papa schon beigebracht. Okay, gut. Dinger stimmt. Gehirn ausschalten, rauf, runter, was auch immer. In die Fresse. Let's go. 10. Tu mal, tu mal, tu mal. 1. All you, all you. 2. One more, one more. I need to help you. Come on. Hop. One more, one more. One more. One more. Hop. And the last one, I promise. The last one. Come on, the last one. Last one, last one, last one. Everything you got, baby. Up. Yeah. Nice. Geil. Der war gut. Und tschüss. Und tschüss. Bye, Mike. Bye. Du bist ja, Front Squad. Oh no. Ja, aber ich so? Helfe dir nur dann, wenn du es verdienst, mein Freund. Den Rest machst du alleine. Kennst du nur machen. Komm, reiß dich zusammen. Jetzt kommen die Effektiven, mein Freund. Jetzt knallt's. Highscore wartet. Let's go. Komm, keine Pause. Keine Pause. Bleib konzentriert. Ich bin dabei. Ich bin. Oh. 3 Stück. Jetzt reiß dich zusammen. Und ab. Keine Pause. Let's go. Runter mit dir. Und ab. Yes. 2 Stück und runter. Sauber. Guter Groove. Gutes Tempo. Und ja. Machen wir die Nummer auf. Oh. Und jetzt gib mir 2. Oh.
Die zählen, die zählen. Komfortzone, raus und hopp. Letzte Wiederholung. Knall sie weg, die gehört dir. Und push. Kämpf, 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 kämpf. Yes. Oh, fuck. So geil. Mal davon abgesehen, dass wir uns einölen, halbpack auf der Bühne rumtanzen und uns geil fühlen. Wir haben uns richtig schön kaputt im Training und finden es auch noch geil. Und manchmal uns gegenseitig einölen hinter der Bühne. Komischer Sport. Positionierst du erst deine Füße, also gehst du raus und dann stellst du dich richtig hin und dann nimmst du die Füße in die richtige Position. Wie willst du die Füße haben? Enger, breiter? So, schulterbreit. Okay. Mit leicht nach außen, wie auch immer. Mehr für Volume, Outside, also ich spreche schon Englisch. Mehr für die Außenseite von den Beinen, damit du mehr Schwung hast auf der Bühne. Ronny Rockler hat auch schon drauf geschworen, ne? Der hat immer Front Squats gemacht früher. Fuck. Boah, da wäre ich unten sitzen geblieben. Wenn ihr schwach werdet im Training, ist es das Ziel. Ihr sollt nicht stärker aus dem Training raus, als ihr rein seid. Ihr müsst euch zerlegen. Ihr müsst euch zu Kleinholz machen. Und dann geht ihr nach Hause und rein da mit dem Essen. So Front Squats könnte man mal häufiger machen, glaube ich. Oh. Komm mal. Ja. Der Tankkiller. Ich merk's. Wem sagst du das? Okay, wir machen dann ein Experiment. Ich meine, jetzt mal eine 20er drauf noch dazu, links und rechts. Okay. Schaffst du. Ich habe das mal gemacht mit einem Trainingspartner, der ist so 1,98, so Standard 135 Kilo, noch nie was genommen, Bauarbeiter, so pratzen. Aha. Mein Trainingspartner, ich sage, schlag mir ins Genick bei den Kniebeugen, er sagt, bin ich dir sicher? Ich sage, ja, schrub rein. Der knallt mir ins Genick, ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig, ich habe nichts mehr gesehen, ich war am Arsch, also wirklich wie zwei Flaschen Wodka. Hat er gelacht? Und, war gut? Nee. Let's go. Komm mal. Eins. Zwei, drei, sieben, so geil, drei mehr, acht, zwei mehr, neun, oh nein, noch ein, noch ein. Die musst du als dritte Übung machen, nicht als erste. Viele machen die als erste, dann ist das total anders. Ich will dem Ben jetzt nicht irgendwie so Honig ums Maul schmieren, ne? Aber hör mal kurz weg, alter Mann. So als junger Kerl hast du immer die Intention, irgendwann auf der Olympiabühne zu stehen, eine Pro-Card zu haben, Wettkämpfe zu gewinnen. Irgendwann kommt der Moment aber, da hast du den Wettkampf gemacht, du hast deine Pro-Card, du warst tatsächlich mal auf einer Olympia und es ist so, darüber geht nichts. Und jetzt ist das nächste Ding, kein Scheiß, und es ist nicht, weil ich Schleim will oder so, aber mein nächstes Ziel ist, wenn ich mal 62 Jahre alt bin, dass ich immer noch so durchdrehen kann im Gym, wie ich Bock drauf habe, genauso wie es der Ben macht. Keine Ahnung, wie er es angestellt hat. Der Kerl macht länger Bodybuilding, als ich auf der Welt bin. Und er geht trotzdem noch steil im Gym. Das ist echt, echt gut. Dasselbe war mein Papa. Das ist auch schon bald 60. Und er trainiert immer noch und gibt immer noch Gas. Und nee, es gibt einfach Leute, die hocken auf der Couch, fressen ihre Chips, saufen ihre vierte Flasche Bier, heulen sich den ganzen Abend voll, weil ihr Job und ihr Leben so scheiße ist. Und dann gibt es so Leute wie den Ben, die gehen nach Mexiko, weil sie es geil finden, die pumpen jeden Tag, die machen Wettkämpfe, die machen ihr Business, die reisen, die haben eine Familie, die haben alles, was sie brauchen. Und ich schwöre, genau das will ich auch, wenn ich 60 Jahre alt bin. Das ist so das nächste große Ziel. Natürlich erstmal Mr. Olympia werden, ist ja klar. Aber dann mal mit 60 noch so abgehen im Gym, das hat schon was. Gut ab, Mann. Danke, danke. Yes! Oh. Fünf. Komm ab, easy. Oh. Sechs, zwei Stück, ich bin dabei. Knall sie weg. Letzter Scheißsatz, letzter Scheißsatz. Yes. Oh! Tag. Ui. Top. Oh. Oh. Kleines Bäuchchen. Konzentriert. Genau. Wenn ich mich jetzt danach hinlege auf die Couch, ich weiß vorbei, ne? Ist vorbei, kann ich dir sagen.
Oh, das ist. Oh. Sauber. Holy shit, ey. Also ich stelle es mir schwierig vor, wenn du Bilder siehst von vor 20 Jahren und du halt siehst, hey, da waren richtig so Wumsensaft und so. Jetzt, du trainierst hart, aber du kannst keine 200 Kilo mehr beugen jetzt mal. Ne? Nicht mehr da. Ne? Wie ist das? Wie, bist du cool damit? Ja, ich meine, wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich nicht arrogant klingen. Denke ich, oh, nice body. Hey, weißt du? Du bist über 60 Jahre alt. Ja, eben. Ne? Relativ gesehen natürlich. Ich zeig dir 1060-Jährige. Da hätte ich Depression. Das nichts gegen nicht. Die Leute, die nicht trainieren, die dir keinen Bock drauf haben. Jeder soll gerne so sein, wie er will. Ne? Das mal, also vorweg, kein Hate, aber... Für mich ist sowas, wenn du einen gewissen Status hast, gewisse Titel gewonnen hast, da kannst du dich so nicht gehen lassen, verstehst? Schon alleine von daher, aber ich will es auch nicht, weil ich mag es einfach. Es liegt auch nicht in deiner Natur, glaube ich, dass du sagst, fuck it. Na. Hast du dich jetzt schon dreimal gesagt, kriegst du nicht. Naja, doch. Trotzdem nicht dieses Mal krieg ich es hin, diesmal krieg ich es hin. Ist es das? Tot. Allerletzter Satz für heute. Mike hat alles gegeben. Ich bin stolz auf Mike. Super Training, super Klasse gemacht. So muss das sein. Fast geschafft, hast fast geschafft. Yeah! Und? That's it. Yeah! There you go. Ich sag mal so, bei Beinen hast du so 45 Minuten bis 1 Stunde Windows, wo du alles geben kannst und dann ist over. Okay, Grandpa, everything good? Alles okay? Yes. Thank you. Meine verehrten Damen und Herren, wir verabschieden uns jetzt hier aus Playa del Carmen, Mexiko. Herr Ben, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Camp Episode Nummer 2, Beine. Richtig. Jetzt gibt es erstmal eine Runde Steak in den Kopf. Und was sehen wir denn beim nächsten Mal? Was steht denn auf dem Speiseplan? Auf jeden Fall noch Rücken. Ja. Und Schultern müssen wir auch noch irgendwo machen. Ja. Und vielleicht noch hauen wir Trizeps weg. Und mal gucken, was mit Hamstrings ist. Ja. Wir finden es raus. Morgen ist ein neuer Tag. Schauen wir mal. Oh ja, ich war schon. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, Kommentarbox gehört euch. Weihnachtsgeschenke abchecken. Ich packe euch unten mal noch den Link von Bens Instagram und Bens YouTube rein. Unglaublich coole Podcasts mit wahrscheinlich den besten Bodybuildern der Welt. Ben, absolute, ich weiß, ihr will es nicht hören, aber absolute Legende. Der bringt Oldschool zusammen an den Tisch. Also wenn ihr mal ein paar geile Geschichten hören wollt von früher, seinen Kanal abchecken. Und jetzt sind wir raus. Ich höre das Steak schon. Doch. Ja, ja, das ruft meinen Namen. Ist ja ganz, ganz laut. Also, bis dann.